Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Advance Wars Duel Strike. Ja, wir sind zurück. Im letzten Part war ich wieder übelst frustriert wegen dem Duel Strike. Ich hasse diese Mechanik. Ist komplett overtuned, komplett overpowered. Aber ich will jetzt nicht mehr so viel ragen, ist so egal welchen Rang ich habe. Am Ende hatte ich eh wieder Rang S. Also, bisschen runterfahren ist es hier. Es ist nur ein Spiel. Es muss nicht immer Rang S dastehen. Es ist nur ein Spiel. Ich will einfach Spaß haben. Kriegen wir hin, oder? Komischerweise stehen jetzt bei den Gegnern Grimm und Sensei. Das sind CEOs von Yellow Comet. Warum greifen die uns denn jetzt an? Finden wir es heraus. Kommandantin Rachel, die CEO von Yellow Comet sind angekommen. Wirklich? Jetzt können wir gemeinsam kämpfen. Du holst hier rein. Zu Befehl. Oh, Grimm. Das ist einer der schlechtesten Charaktere. Warum werde ich euch gleich zeigen? Gucken, wie ich spreche den denn. Hey Leute, seid gegrüßt! Das ist das HQ der Alliierten! Es freut uns, dich hier zu sehen, Grimm. Sehr viel für dich, Sensei. Eigentlich wollte ich eine Rente sein. Nun ja, auf gut Zusammenarbeit. Es gab in Super Famicom Wars diesen einen Charakter, der hieß Mr. Yamamoto oder so. Der war übelst krass, hat bessere Werte gehabt. Es war ein Kriegsveteran, auch so ein älterer Typ. Das soll Sensei sein von Super Famicom Wars, dieser Mr. Yamamoto, der übelst gefürchtete CEO. Nur ein Alt. Und er wurde genervt, er ist nicht mehr so stark. Und jetzt haben die EntwicklerInnen das so gemacht, dass er halt der alte Sack ist. Früher war es halt so der Kriegszeit. Vergleichbar die Dialoge von Sensei in Advance Wars 2 mit denen, ja, hier ist er nur so, oh, ich bin senil, alt. Aus diesen gefürchteten Kriegszellen haben sie jetzt nur so den Meme-Lord gemacht, naja. Interessanter Change. Nicht so cool. Naja. Ne, Sensei, alter Junge, fit wie und je, was? Bin ja ordentlich geswingt zu deinen. Dum, 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 dum. Ja, beliebtes Tier auf jeden Fall, Sensei. Wenn das nicht Max und Colin sind, ja, ja, wir kämpfen wieder gemeinsam. Ja, warum greifst du uns an? Ich sehe das doch hier, ich lass mich nicht verarschen, ich sehe das. Nicht nur ein legendäres Sensei, sondern auch Blitzgrimm steht bei uns. Seine Angriffe sind unglaublich stark und schnell, wie ein Blitz eben. Wieso schnell? Da krieg ich nicht mal Movement-Bonus. Auf zu lügen. Du machst mich ganz verlegen, aber du hast natürlich recht. Ich hätte da noch ein Anliegen, Rachel. Du scheinst ja hier der Boss zu sein. Big Boss. Ja, falsches Spiel. Wir sind in Metal Gear. Und ich weiß nicht, wie gut du bist. Bevor wir unser Leben in deine Hände geben, deine Befehle befolgen, hätte ich gern Beweis deines Könnens gesehen. Ah, okay, das ist jetzt so ein Test. Wir schicken einfach Unschuldige in die Schlacht, lassen einfach unsere Einheiten dezimieren. Unnötiges Blut vergießen, nur damit wir uns als würdig erweisen. Tolles Spiel. Aha, du willst mich also prüfen? Richtig, wenn du gegen mich und Sensei gewinnst, schließen wir uns euch an. Für sowas haben wir noch keine Zeit. Kein Problem, Jake. Das ist eine gute Gelegenheit, voneinander zu lernen. Und für unnötiges Blut vergießen, wir schicken einfach Leute in den Tod. Wette gilt, Blitzgrimm. Top! Die Wette gilt. Wo ist Thomas Gottschalk? Wunderbar! Der Übungsplatz ist schon vorbereitet. Komm, Sensei, es geht los. Ja, ja, muss immer so kompliziert sein. Du weißt doch, wie gut die sind. Woher soll er das wissen? Der ist doch komplett neu. Der kennt uns doch gar nicht. Es gibt nur zwei Wege, jemanden kennenzulernen. Beim Kampf und in der Sauna. Kappa Pride? Ich weiß zwar, was es soll. Ich weiß zwar nicht, was es soll, weil unnötiges Blut vergieße, aber wenn alle mitmachen, ne, Gruppenzwang. Ich zeige euch, was ein alter Mann so alles kann. Ja, du wurdest zwar genervt und zwar nicht wenig. Ah, oh, Raketensilos. Oh, die Scheiße, da hasse ich ja die Dinge. Raketensilos, diese Anlagen da drüben. Ja, Fußtruppen können dort den Befehl zünden geben und eine Rakete abfeuern. Nachdem du diesen Befehl gewählt hast,
kannst du einen Einschlagsort festlegen. Quasi eine Rachel-Missile, nur dass man sie wirklich steuert. Und guck mal da oben. Zwei Frontenkampf. Ich freue mich. Bock. Die Reichweite umfasst das gesamte Gelände. Unglaublich, was? Die zweite Front ist allerdings selbst für diese Waffe zu weit entfernt. Why? Die werde ich übrigens nicht switchen, weil... Ja, werdet ihr gleich noch sehen. Wow, diese Silos werden an der ersten Front so eine ziemlich große Rolle spielen. Ihre Explosion beschädigt Freund und Feind im Umkreis. Vorsicht. Bei Rage und Sturm allerdings auch und... Von Bolt. Er ist von Bolt! Aha, dann sollten wir wohl alles dran setzen, diese Insel zu sichern. Sehr richtig. Diesmal werde ich die Schlacht an der ersten Front befehlen. Ach so, Rachel ist locked. Schau auf den oben Bildschirm. Wie du siehst, gibt es wieder zwei Fronten. Wir haben letztes Mal mit deinem Partner, Sio, die Schlacht oben automatisch befehligt. Oh. Das nervt, Leute. Ich würde ihn so zerstören, aber... Diesmal kannst du alle Befehle selbst erteilen, wenn du willst. Was? For real? Ja, mache ich. Danke, Rachel. Danke, das war der beste Hinweis. Manuel, ja. Danke, Rachel. Oh, ich liebe dich. Rachel, lass dich knuddeln. Ist dir zu kompliziert, sollst du Autopilot nehmen. Nee! Die Autopiloten sind doof wie Stroh. Kannst du mir letztes Mal mit dem Befehl schicken, einer nach oben befahren? Genau, es funktioniert gleich, wenn wir auf dem Schlachtfeld sind. Ich weiß so, wie es geht. Auch Rachel. Jetzt müssen wir überlegen, welches Jo mich unterstützen sollte. Also Rachel ist gelockt. Die muss oben gegen Sensei kämpfen, oder wie? Ich check das nicht. Nee, die kämpft unten. Wer kämpft denn gegen Sensei? Sensei ist komplett broken. Ich gucke jetzt mal auf meinen 3DS. Da gibt es nichts zu bauen. Also Colin fällt schon mal weg. Colin wäre halt unten gut, aber wenn Rachel gelockt ist, haben die extra gemacht, damit man Colin nicht abused. Ich glaube Jake. Jake oder Max? Wir haben eine Artillerie, aber ich bringe gegen Yilis eh nichts. Ja, Max wird's. Schon wieder Max. Ja, sorry, ist halt besser als Jake. 20% Angriff mehr ist halt besser als 10. Und nur auf Ebene. Ja. Rachel und Max. Die anderen bringen nichts. Sascha und Colin da oben, die bringen nichts. Das heißt, Max ist ja jetzt da oben, ne? Ich hoffe, ich check das auch richtig. Naja. Gut. Jetzt Vorbereitung, ihr Lieben. Grimm, neuer Charakter. Lustiger Charakter, ein super schlechter Charakter. Noobs oder Leute, die Advanced was zuerst was spielen, denken, boah, der ist ja broken. Der ist übel scheiße. Wenn man schlau spielt, ist der übel scheiße. Ich werde euch zeigen, warum. Erstmal lesen. Grimm. Ein offener und herzlicher CEO von Yellow Comet. Ich hasse es übrigens, dass sie im Remake das Gold Comet genannt haben. Why? Why? Er interessiert sich nicht für Detailfragen. Sein Spitzname ist Blitzgrimm. Aber er kann doch gar nicht den Blitzschlag. Das kann doch nur Igel. Er liebt Currywurst. Und Bratwurst. Magst du Bratwurst? Er ist Eiblali. Er mag keine Bratwurst. Er ist Eiblali. Vic. Magst du Bratwurst? Nein! Alle seine Einheiten verfügen dank seiner draufgängerischen Art über große Feuerkraft. Ihr Defensiv allerdings relativ schwach. Denkt man, ja gut, ein bisschen weniger Verteidigung. Dafür haut er rein. Ich sag euch, wie dramatisch das ist. Alle Einheiten bekommen 30% extra Angriffspower. Ist natürlich insane. Alle Einheiten. See, Luft, alle. Infanterie. Und 30% extra Power. So viel hat keiner im Spiel. Weil Kranmei wohl genervt hat, nur 2020. 30% extra Angriff. Aber minus 20% Defense. Defense ist wichtig in Advance Wars. Man hat gesehen, in Advance Wars 1 in der Kampagne, wenn man gegen Sturm spielt, weil er ist basically Sturm ohne Terrainvorteil. Advance Wars 1 Sturm, Kampagnensturm. Die Einheiten sterben sofort. Er ist Glasscan. Einmal nicht aufgepasst, bumm. Gegenangriff, alles weg. Seine Einheiten sind Pappsoldaten. Die können nix. Glasscan. Die sterben sofort. Wenn man den outdance aus Reichweite geht und einen richtigen Gegenangriff macht, ist der tot. Der kann nix. Der ist so schlecht. Der Char. Hat auch nur einen Dual Strike mit Sensei. Ja, und es wird cringiger. Angriffswut.
a.k.a. Knuckle Duster. Klingt viel cooler im Englischen. Feuerkraft aller Einheiten wird erhöht. Sturmattack Feuerkraft wird deutlich erhöht. Okay. Haymaker heißt es im zweiten Lab. Im Englischen haben sie Boxbegriff genommen. Er ist wahrscheinlich eher so ein Boxer, ne? Lil Mac, basically. So. Wenn er die normale Gabe aktiviert, kriegen alle 50% extra Angriff. Damit ist er Advanced Wars 1 Max. Werte immer 50%. Advanced Wars 1 Max war broken. Hiermit 80% Firepower Increase. Alle Einheiten. Damit zerstört er alles. Er One-Shot alles. Also One-Shot-König. Aber wenn man aufpasst, weil er kriegt ja kein extra Movement. Will er extra Movement bekommen, wäre nicht so schlecht. Aber bekommt er nicht. Also suckt er. Weil er kriegt nie den First Strike, wenn man schlau spielt. Ja, so viel zu ihm. Ja, sieht natürlich krass aus, wo man die schlechte Defense nicht sieht. Ja, das hier mal vergleichen. Nochmal stärker als Max. So, Sensei. Er wurde hart genervt. Erstmal, Sensei an sich hat übrigens eine Kombo mit Hachi, einer der besten Dual Strikes im Spiel, wenn nicht sogar der beste. Sensei Hachi. Und mit Grimm natürlich. Ehemalige Fallschirmjäger von Yellow Comet. Soll einmal ein sehr erfolgreicher CEO gewesen sein. Er mag faule Regentage, einfach nur chillen. Deswegen hat er jetzt auch sein Hawaii-Hemd. Er nimmt das Spiel nicht mehr ernst, er ist alt geworden. Er ist scheiße geworden. Nein, er ist nicht scheiße. Ist immer noch A-Tier. Also High-Tier. Oder vielleicht sogar Top-Tier, aber er ist nicht mehr so gut wie in Advance 2. Er mag keine Einkaufszentren, aber ich schon. Frauen lieben es zu shoppen, ne, Kenny? Starke Infanterie, sehr starke Helikopter, starke Infanterie, die Zeiten sind vorbei. Sag ich euch, wie es ist. Der Bewegungsradius von Transporteinheiten erhöht sich um ein Feld. Schwache Seeeinheiten, ja. Die haben das geändert. In Advance Wars 2 war es so, alle Einheiten, Panzer, also direkte Einheiten waren um 10% schwächer. Die Lufteinheiten waren normal, die Helikopter waren super stark, die Wassereinheiten waren auch schwächer. Hier sind nur die Wassereinheiten schwächer und nur um 10%. Ja, Transport, Movement bleibt. Bei Tami haben sie es genommen. Er hat es noch. Das bessere Transport-Movement. Jetzt kommt eine der besten Gaben im Spiel. Nach Colin. Nach Colin, beste Gabe im Spiel. Und zwar Luftkommando. Copter Command. Erhöht Feuerkraft der Kampfhelis in allen Städten, die sich im eigenen Besitz befinden. Erscheinen einsatzbereite Infanterieeinheiten mit 9 TP. Überall, wo eine Stadt ist, wo nichts drauf ist. Infanterie, 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 Infanterie. Flooded with Infantry. What the fuck? Für 2 Sterne. Und die Gabe füllt sich hier noch schneller als in anderen Advance Wars Teilen. Lufthoheit, das gleiche, nur mit 9 TP. 9 TP Max, meine ich. 9 TP haben wir beide. Und zwar seine Copter erhöhen sich um 65% bei beiden Gaben. Ich hoffe, das ist noch so in Advance Wars Dual Strike. Ich werde es jetzt in Erfahrung bringen, Leute. Ich weiß nicht genau. Würde ich ja den richtigen Nerf sagen, aber die Infanterie und Max hatten in Advance Wars 2 und dem Reboot Camp natürlich auch 50% extra Firepower. Hier wurde er komplett im Grunde im Boden genervt. Und zwar haben die nur noch 10% extra Firepower. Sie haben 40% Firepower verloren. What the fuck? What the fuck? Ne, sie hatten 40% extra. Trotzdem haben sie... Ja, passt ja. Die haben 30% Firepower verloren. What the fuck? Die haben den komplett genervt. Die Helis sind immer noch broken. Er hat immer noch den Transport plus. Ja, und die anderen Einheiten wurden ein bisschen gebufft, aber... Also normalisiert. Naja. Und die Helikopter wurden um 175% gebufft in Advance Wars 2. Hier nur um 170. Also er wurde echt genervt. Er ist immer noch broken. Es ist immer noch Sensei. Er ist lächerlich overtuned. Aber er wurde genervt. Leute, er wurde genervt. Da habt das. Guckt euch den Battlecopter an. Und zwar bei den Max und Infanterie genauso. Hier ist er halt nicht mehr so stark. Ist immer noch broken. Vor der habe ich richtig Schiss. Vor allen Dingen, ihr seht, was auf dem Bildschirm ist, ne? Nur Helis. Keine Ahnung, wie Max das schaffen soll. Ich glaube, das Anti-Air schickt direkt nach oben. Ja. So viel zu dem Thema. Wieder viel gelabert, aber Leute, für die es interessiert, nur ich habe die Infos.
Geht los, bin ready. Mission 12. Lightning Grim. Haha. Die sind sicher gut. Das wird richtig Spaß machen. Ja, Black Hole nicht, oder was? Vor Kenny habe ich mehr Angst. Tut mir leid, Herr Blitz. Aber meine Glückssträhne ist zu Ende. Ja, hier unten spielen wir Rachel, die direkt das Flak nach oben schickt. Flak-Einheit sollen wir lieber an die zweite Front schicken. You don't say. Dann kann von beiden Fronten am Boden stattfinden, kannst du Einheiten von Basen, die diese Einheit herstellen oder von HQ aus nach oben schicken. Die Einheiten kommen auf der oberen Bildschirm in Nähe des HQs an. Die Einheiten kommen an der Stelle mehr am HQ am nächsten, okay? Ja, ja, wie in alten Tagen. Es gibt genügend Platz, um eine Runde viele Einheiten zu schicken. Aber wenn du Flak und Miss Leinern zu mir schickst, bin ich nie erfreut. Ja, heul doch, heul leiser. Heul leiser! Naja, Grimm wird dich da unten schon auf Trab halten. Tut er das, der schlechte Charakter? Ich weiß, zu bezweifeln. What? So, es geht nur auf den HQ diesmal. Hat sie auch gesagt, ne? Ich hab das nicht richtig verstanden. Ja, das Flak muss nach oben, sorry. So, und wie kann ich das jetzt machen? Autopilot, Computer und die zweite Front. Bestimmt nicht! Ja, so ist gut. Manuell. Mit meiner Hand. Manus. Das lateinische Wort für Hand. Manuell, mit meiner Hand. Meine Hand ist besser als die Bots. Tja, wir müssen aber ganz schnell zu den Silos. Wie machen wir das am schnellsten? Oben Transportpanzer, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ein, drei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Die Sache ist klar. Die Sache ist klar, Leute. Ja, Grimm. Zeig mal, was du kannst, du Versager. Er ist echt schlecht, der Job. Ich liebe die neuen Sea of Thrones. So ein Banger, ey. Ach ja, Grimm. Leider ist das auch schlecht. Das Flak muss jetzt regeln, ne? Max, the Max, 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 Max. Brauch noch einen Flak tatsächlich. Ich werde jetzt nur Flaks kaufen und die nach oben schicken, weil Grimm juckt mich nicht. Sorry, Grimm, du bist echt scheiße. Sorry. Sorry to say, but you suck. Will ich überhaupt angreifen? Ich könnte ja auch hier bei HQ bleiben, sag ich dir, wie es ist, ne? Geh mal ein bisschen nach vorne mit den Einheiten. Ich kann hier jederzeit wieder zurückziehen. Ja, gut. Die Artillerie lasse ich da mal, wo sie ist, ne? Aus Gründen. Max und so. So hätte der Bot das nie gemacht mit Max. Der alte Mann auf Tanzfläche. Boah, was für Banger-Themes. Alle geil. Na gut, der wird jetzt hier ein bisschen rumnerven. Ach, Grimm, du lächerliche Fatzke. Doch, ich kaufe echt jetzt eine Artillerie, um den wegzuwallen. Nee, Double Base, Skip Artillerie nicht. Die Rachel schafft das schon, wenn Grimm kommt, ist er eh weg. Der stirbt sofort, der kann nix, der Typ. Der ist so scheiße. Hä, okay. Seltsam, wie der spielt, naja. Die Battlecopter von Sensei sind allerdings so broken, dass ich nicht will, dass sie mich in dem First Strike aufs Flak bekommen. So broken sind die. Deswegen ruhig defensiv, Leute. Wir haben hier Zeit. Wir haben hier Zeit. Alles gut. Alles gut. Wir haben noch Zeit. Komischerweise gehen die Battlecopter nur nach oben. Das heißt, diese Einheiten können wir ruhig nach unten schicken. Tja, die Artillerie ist nur ein Meme, Leute. Ein Meme. Ein Meme. Oh, ich sollte immer switchen, sehe ich gerade. Ups.
Ja, wie gesagt, ich habe noch nie ein DS-Let's Play gemacht. Schade, dass Dual Strike jetzt unterleiden muss, aber geht halt nicht anders, ne? Tja, ich will eigentlich nicht, dass Grimm da oben den Flughafen und so bekommt. Weiß nicht, ob das verhindern kann, müssen wir schauen, ne? Können auch Artillerie-Base-Lock machen, das mache ich auch. Ah, ich brauche einen Flak. Sorry, Leute, das wird sonst nichts mit Grimm. Mit Sensei da oben, der macht mir mehr Angst als Grimm. Grimm ist ein Joke. Ja, mach halt Grimm, wenn du meinst. So, oh nee, jetzt kommen die ganzen Battlecopter nach unten, willst du mich verarschen? Oh nee. Okay, Rückzug, tschüss. Scheiße. Jetzt werde ich echt gebumst, muss ich sagen. Ich hätte nicht approachen. Ach, damn, ey, ich hätte unten bleiben sollen. Naja. Das ist passiert, ne? Jetzt werdet ihr auch sehen, wie overpowered Sensei Schrott da ist. Aber der kriegt nur einen Angriff zum Glück. Ja, da werden. Hätte ich Max vom Computersteuer. Ja, genau. Fixen Charakter. Er ist immer noch broken mit seinen Helis. Na gut, da der Speer jetzt da ist, muss ich halt das blocken, leider. Weil ich brauche auf jeden Fall die Base. Auf jeden Fall. Wird natürlich jetzt sehr viel Schaden machen. Und er kann es trotzdem unterbrechen. Oh nee, Leute. Bin nicht aufgepasst. Scheiße, das wird jetzt echt kacke. Kommst da oben. Jetzt weiß ich, warum ich hier nur Rang B habe, weil es echt kacke ist. Scheiß Grimm, ich hasse ihn. Scheiße. Egal. Nobody's perfect, Leute. Ja, du dummes Stück Scheiße. Trotzdem kriegt er übelst viel Gegenangriff, wie du siehst. Ja, okay, das ist jetzt echt ein bisschen kacke gelaufen, gebe ich zu. Gebe ich ja zu, Leute. Das ist kacke gelaufen. Ich bin schon wieder so demotiviert. Ich wollte mich doch nicht mehr demotivieren lassen. Ach Mann, ey. Ja, Max, ne? Zwei Anti-Air müssen nur erreichen gegen die Kackdinger da von ihm. Ja, das reicht. Guck mal, wie kacke Grimm ist. Soll ich jetzt Gegenangriff mal? Ich will nicht, dass er die Silos kriegt, sag ich dir, wie es ist. Nicht gerade sehr effektiv, aber hey. Ja, der feuert jetzt leider auch eins ab. Kannst du nichts machen, ne? Ist halt so. Ist halt super blöd, dass ich die Base da nicht bekomme. Das reicht schon. Fühlt sich übelst verschwenderisch an, aber ich brauche die nicht, um zu gewinnen. So. Transportieren wir ein bisschen. Kriegen wir Schein. So, und den stelle ich jetzt hier. Und alles, was er baut, wird sofort abgeschossen. Das ist doch schlau, oder? Ich finde das gut. Ich finde das gut. Doch. Ach, Grimm, du Stück Scheiße. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Ich base-skippe jetzt mal. Ich echt einen Tank da oben brauche. Wäre schlauer gewesen, hättest du es zuerst gemacht, du Idiot. Ein Honk, ey. Ah, es sieht echt nicht gut aus. Ah, es ist eklig. Gerne neu starten, aber ich mach's nicht. Das ist Max, der Max, der Max, der Max. Da. So, passen Recon fährt nach oben. Artillerie ist da, sie existiert, ne? Sehen uns zu opfern. Ach Mann, ich vergesse das immer.
bin auch irgendwie bei Grimm gerade. Der macht mich fertig, der Typ. Warum macht er mich fertig? Kann ich gegen Grimm verlieren? Scheiße, übel schlecht. Ja, ich da jetzt hingehe, versuche die Silos zu bekommen, schießt er mich wieder ab, der Idiot. Brauchen echt den Tank jetzt. Wie weit kommt er denn? Oh, viel zu weit, ey. Viel zu weit. Grimm nervt. Junge nervt der Typ. Boah, ist der nervig. Jesus. Ist halt übel schlecht, aber er nervt trotzdem. Oh mein Gott, und er baut natürlich hier eine Artillerie. Für ultimativen Trigger. Danke, Grimm. Ich mag dich auch. Habe ich jetzt so wenig Geld? Ich check gar nichts irgendwie in dem Spiel. Ja, das habe ich gehofft, dass das macht. Da bin ich ganz ehrlich mit euch, weil jetzt kriegen wir die weg. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen zu switchen. Mann, es nervt. Ich gucke jetzt nur auf den Bildschirm. Wie gesagt, ich habe noch nie ein DS Let's Play gemacht. Sorry für die ganzen Fails. Das Blöde ist, er flattet gleich alles nur mit Infanterie. Da freue ich mich auch richtig drauf. Es wird ein Fest. Ein Fest wird das. Ich kann natürlich auch versuchen, fürs HQ zu gehen. Probieren wir es. Kommt der alte Sack. Es seid die Reservisten, was? Ging mir da zu schnell weg. Oh, nee. Jetzt holt er sich überall Max. Nee, ist dumm. Oh mein Gott, der Damage. Oh, Jesus Christ. Nervt mich das mit Grimm und den alten Sack da. Ah, ist das nervig, ist das eklig und beschissen und ich kotze im Strahl, Leute. Und er deckt sogar seine behinderten Recons. Hier nicht, zum Glück. Kriegt er keine extra Movement. Sehr schöne. Ich kann jetzt Lucky Less aktivieren und ihn ein bisschen nerven hier. Mach ich auch nicht. Wie viel Schaden willst du machen? 14. Ist viel. 14 ist viel. Er wird übelst zurückschlagen. Egal. Ist mir egal. Grimm, ich hasse dich. Deine ganze Familie hasse ich auch. Ganz Yellow Comet hasse ich. Dieser Schweinehund, ey. Ja, guck immerhin. Oh Mann, nur als ob ich verliere gerne in Advance, was auch nicht gegen Grimm. Scheiße, so schlecht. Doppelinfanterie. Ja, er holt sich gleich Flugzeuge, ey. Das ist ein Spaß. Warum zieht er jetzt seinen Tank zurück? Hä? Die AI wieder mal. As it's best. Ups. Was doch die ganze Zeit richtig mit den Screens? Ich hoffe es. So, das ist Max. Der Max. Der Mama-Mama-Mama-Max. Gucken wir mal, wie viel Schaden machst du? Nicht viel, sag ich dir, wie es ist. Darauf habe ich spekuliert. Jetzt bekommt ihr mal eine eiserne Faust zu spüren. Ich liebe den Spruch hier in Advance Wars. Reboot Camp. Jetzt geht's richtig auf den Deckel. Sagt er da so, mit der Betonung. Ich liebe das. Aber ihr seht, er kriegt kein extra Movement mehr, ne? Zum Kotzen geworden, der Typ. Herr Max, die meinten, es ist nicht gut in dem Spiel. Damage machen kann er trotzdem. Das ist ja kein Geheimnis, ne? Wo fahre ich jetzt hin, dass es safe ist? Hier, ne? Ja. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ganz ehrlich, den Shot nehme ich.
Die Mission ist super cool. Ich habe mich nur blöd angestellt. Ist mein Fehler. Okay. Ja, Sensei ist dann. Soll nur den blöden Grimm wegkriegen. Nervensäge. Muss jetzt einfach gucken, dass ich in seine Reichweite komme, dann kriegen wir es auch hin. Kriegt er keinen extra Movement-Bonus. Deswegen halt bad ist. Und noch ein Doppelcheck. Ist mich verarscht im Spiel. 1, 2, ach, wegen dem Wald. Der habe ich nicht beachtet. Okay. Hier ist wir dancen jetzt aus seiner Range. Gehen hier. Den Speer kriegen wir so weg, weil es Grimm ist. Hält seine Einheiten halt nichts aus. Das ist halt übel schlecht. Und dann gehe ich hier hin. Dann können nächste Runde die Base versuchen zu besetzen. Und selbst geschwächte Infanterien können Raketen abfeuern. Diese Silos. Und guck mal, alles, was er jetzt baut, wird gestompt. Was ich super gut finde. Ja, komm, Copter. Hat noch nie jemanden geschadet, oder? Copter, Mac. Max zerstören Grimms Scheißpanzer, weil die halten dann nichts aus, ne? Mensch. Oh, Flak. Na gut, hält ja eh nichts aus, ist ja Grimm. The Max. Oh, mein Feld geht sich das nicht aus. Willst du mich verarschen? Wahrscheinlich die halt. Passt schon. Oh, mein Feld, ey. Nervig. Na gut, die will ich jetzt nicht verlieren. Gehen wir mal im Wald und hoffen, wir überleben das. Na, lieber hier noch mehr Deckung. Der alte Sack, der macht echt viel Schaden. Wow! Der gesoffen? Ist der auf Steine? So, Richie! Guck mal, wie er sich zurückzieht. Er weiß ganz genau, was sein Charakter halt das Grimm halt nicht viel ausrichten kann. Er zieht sie richtig zurück. Erbärmlich. Who do you think you are? Guck mal, was jetzt verhindert, dass ich das einnehme. Wäre lustig auf jeden Fall. Wo darf ich genau hin? Dann gehen wir mal auf die Stadt, I guess. Helikopter hinterher. So, was ist jetzt hier für ein Scheiß? Boom. Vielleicht hätte ich Lucky Less aktivieren sollen. Aber das Gute ist, es ist ja Grimm. Ja, ich will den jetzt auch nicht angreifen, irgendwie. Ah, vielleicht will ich es doch. Guck mal, ein Schaden mit Infanterie gegen Flak. So lächerlich, wie schlecht dieser Charakter ist. Hält halt nichts aus. Keine Defense, nichts. Der ist so schlecht, dieser Charakter. Gut, das war jetzt auch selten dämlich. Naja. Whatever. Immer schön Mac. Warum nicht? Machen halt guten Schaden. Das ist ja genug Grimm. Von dem brauchen wir nichts erwarten an Damage. An Damage schon. An Defense nicht. Oh, er hat gleich den Scheiß. Nichts. Boah, what the fuck, Alter. Jesus. An Damage kann man leider zu viel erwarten von dem Hunk. Wenn man wieder schwer übel feststellen musste. Das ist Max, der Max. Ja, komm, scheiß drauf. Von der Heli hat gleich keinen Sprit mehr. Interesting. Ja, I don't know, ne? Mach halt. Damit bist du raus, mein Kumpel. Gleich haben wir einen Dual Strike. Och, Mensch, Grimm. Zeig's auch mal deine hässliche Fresse. 6 Schaden. Okay. So, zünden! Einschlagsort der Rakete natürlich hier.
Ich wäre halt nicht so dumm wie er. Mach erst die Rakete. Hat er nämlich nicht gemacht, der Idiot. Jetzt will ich den Tank ein bisschen schwächen. Kriegt die Infanterie sogar noch for free. Das Blöde ist, er hat gleich die Gabe, ne? Eieiei, das wird ein Slaughter, leider. Wenn er die Gabe hat, das wird leider wirklich ein Slaughter. Das wird ein Slaughter. Dann muss ich mich jetzt zurückziehen, leider. Ich muss den Tank ein bisschen umspielen jetzt. Der macht so viel Schaden gleich, das wird echt eklig. Ganz ehrlich, das wird richtig eklig. Guck mal, der Einser-Truppentransportpanzer. Ich will ja nichts sagen, aber ist immer noch gut. Oh, jetzt ein Raketenwerfer, der wäre lit. Der wäre richtig lit. Ja, ich bleibe jetzt bei Max. McDonald's, McDonald's. Nee, ist gut. Wer wird denn gleich weinen? Na, ich auf jeden Fall nicht. Wenn ich gegen Candy spiele, vielleicht auch nicht, wenn ich gegen dich spiele. Sturmattacke, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das war dein großes Play, oder was? Bam! Timmy vor Ornstadt an der zweiten Front gesiegt. Und jetzt bekommen wir Max! Und Rachel! Let's go! Broken Shit! Ich beschütze unser Land, also verschwindet von hier. Wie war das? War nur ein Testbattle. So viel zum Thema Testbattle. Nimm es ganz schön ernst. Thema Raketen bestellt. Heute im Sonderangebot. Er hat gar nicht genug Geld für seinen Heli. Kauft gar kein Heli, der Grimm. Ja, das wäre Verschwendung. Das können wir auch abfeuern mit dem. Mit der anderen da. Ja, das ist auch irgendwie voll die Verschwendung, aber naja. Wie gesagt, besser als gar nicht. Tja, Grimm, ich weiß nicht. Nicht dein Tag, wa? Einfach abgeschossen. Anti-Air mit einer Infanterie. Er hat halt keinen Defense, der Typ, deswegen ist er so schlecht. McDonald's, McDonald's, wir brauchen nur Max, lalalalala. Überlass das mir. Let's go, Max, 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 über Max Blast. Ja, und guck mal, was wir jetzt gemacht haben in Dual Strike. Ist das nicht lächerlich und dumm und broken? Lächerlich dumm und broken. Guckt's euch an. Mal zweimal dran kam, jetzt ist es einfach besetzt. Eiskalt. Tja, fehlen einem die Worte, ne? Wie dumm das ist. Naja, gehen wir mal zu HQ, würde ich sagen. Gut, die Artillerie hat echt einen guten Job gemacht. Die hat mir das Game gewonnen und so viel leichter gemacht. Aber sie hat ausgedient, Leute. Sie hat ausgedient. Braucht nichts mehr machen. Herr Grimm, was mit dem Blitz, Grimm? Er hat blitzschnell verloren. Der Max, der Max, der Max. Das ist immer ein gefährlicher Encounter gegen Grimm nicht. Weil es Grimm ist. Hält halt nichts aus. Extra Defense. Juckt ihn nicht. Ich steh nix. Nächste Runde haben wir gewonnen, Leute. Hier, First Strike. Bam. Bam. Grimm. Ich kann gar nichts, dieser Tor. Schade, ne? Ich mag ihn eigentlich. Ja, ist halt echt schlecht. Küche, jetzt haben sie die Fabrik eingenommen. Du bist in der Klemme, nicht wahr, Grimm? Was denn? Ich bin noch lange nicht am Ende. Plötzlich hat er eine andere Stimme, okay. Okay, ist es hier? Okay, was war das denn? Er hatte plötzlich eine andere Stimme.
Na, ja, Rachel, willst du den Sieg nach Hause bringen? Ach komm, Missiles, Disrespect, ne, ich will ja wieder Einheiten bauen. Ja, billig. Billig. Und zack, viel bessere Wertung, Leute. Wichtig. Eigentlich nicht wichtig, aber ja. What? Er hat sich selbst genugt. Er hat aufgegeben. Hä? Wow, wir haben die beiden besiegt. Grimm hat aufgegeben. Er hat seine letzte Einheit in den Tod geschickt. Was ein Idiot. Ja, ja, die Jungspünde. Die haben uns platt gemacht. 1-0. Also, Grimm, jetzt sollt ihr gemeinsam mit uns kämpfen, ja? Gewiss. Ihr habt uns schon ganz schön weggemäht, dass ich... Höflichst darum bitte. Aljute, wir gehören jetzt zu euch. Wir werden Black Hole gemeinsam erledigen. Wer bringt richtig Leben in die Bude? Das wird eine Siegesfeier. Okay. Okay. Ja, ganz ehrlich. Klar, der Anfang gegen Grimm war ein bisschen... Aber overall war es schon ein sehr starkes Spiel von mir. Muss man ehrlich mal sagen. Je besser man spielt, desto mehr Erfahrung gibt es auch. Also immer gut spielen, Leute. Oder einfach meinen Moves kopieren, wenn ihr hängt. Ich besiege dir nicht so leicht. Wer will der Nächste sein? Kommt her. Komm her. Der Grimm guckt, ey, mit seinem komischen Bart, ey. Was ist das für ein Bart? Oder den ja von Wish? Bart auf Wish bestellt, der Grimm. Mission complete. Und nächstes Mal Candy, ich kotze am Strahl. Ich spiele ja so gern gegen Candy. Boah, es hat 41 Minuten gedauert, als ob. Nächste Mission ist übrigens wieder eine Mission mit Lab, glaube ich. Ich werde es in Erfahrung bringen. Wir werden zwar nichts mehr ausfinden. Mission 13. Frostige Fehde. Beim nächsten Mal gegen Candy. Ich kotze wirklich. Daumen hoch, falls euch gefallen. Falls nicht, könnt ihr es wieder vorsehen. Ansonsten sehen wir uns wieder. Beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!